Wir feiern heute Abend das erste Burda Vintage Heft. Ein Heft mit 12 Originalschnitten aus den 50er Jahren. Sobald man sagt 50er Jahre, sagen alle, hey, ich bin dabei. Ich wünsche uns allen einen super schönen Abend mit Live-Musik und mit kleinen Häppchen aus den 50s. Vielen Dank, dass Sie alle da sind. Unsere Schnitte sind Unikate, sind wirklich Einzelstücke, die wir eben aus den alten Burda-Modenheften damals noch zusammengesammelt haben. Der Retro-Trend, der ist nicht erst heute so groß, sondern das gab es jetzt schon einige Jahre. Es gab jetzt auf dem Laufsteg natürlich sehr, sehr viele Designer, die auf Retro gesetzt haben, die die Vintage-Schnitte aus ihren Häusern quasi neu interpretiert haben. Das war auch eine Dekade, die sehr positiv war, weil die Leute waren glücklich, endlich wieder was zu haben und haben sich dementsprechend natürlich auch in Szene gesetzt. Das war eine wahnsinnig aufregende und fröhliche Zeit. Ich glaube, das macht neugierig und da will man sehen, was steckt da dahinter.